Sie sind zum Beispiel Politiker und das heißt, Sie haben ein Aufmerksamkeitskonto, auf dem viele Blicke eingezahlt werden und das rechnet sich zum Beispiel in Ihren Vortragshonoraren. Darüber ist ein bekannter Politiker noch vor kurzem irgendwie gestolpert, weil Sie natürlich, je mehr Blicke Sie auf dem Konto haben, desto besser können Sie dann auch in Rechnung stellen, was Sie für einen Vortrag als Honorar einzunehmen gedenken. Das kann man ganz einfach übersetzen. Aber es genügt eine Kleinigkeit, zum Beispiel wenn Sie das Geld bei einer kanadischen Firma investieren oder beziehungsweise dort ein paar verbotene Bilder oder halb verbotene Bilder bestellen, kann das über Nacht weg sein. Und über Nacht sind Sie sozusagen nicht nur ein No-Name, sondern ganz im Gegenteil, müssten eigentlich dafür sorgen, dass Ihr Gesicht sozusagen aus den Medien irgendwie gezogen werden kann oder eine Gesichtsoperation machen oder was Schlimmeres noch, weil Sie plötzlich Ihr Ansehen verloren haben. Und das ist natürlich bei jemandem, der prominent war, das heißt, der so ein Blickkonto mit hohen Einkünften hatten, ähnlich gefährlich, wie wenn Sie halt an der Börse zocken.